Herzlich willkommen zur nächsten Tom und Dati Live Episode hier auf Replay Games for You. Ich bin Soivo und wie immer gehen wir erst einmal unserer täglichen Routine nach. Schauen wir mal in die Boutique zuerst heute. Willkommen. Eine Rüstung für 1000. Huiuiui. Ein Faltenrock und einen Damenblazer. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine japanische Schuluniform. So, Fachgeschäft. Willkommen. Arabien. Das sieht schick aus. Und der Wilden Westen. Und unser Geld geht Vielen weg Dank. Wie warme Semmel. Willkommen. Risotto, sehr cool. Zack. Ein Puddinggebäck. Und Macadamia-Nüsse. So. Vielen Dank. Das waren wir nur beim Hutmacher noch nicht. Willkommen. Sternensonnenbrille. Oh je. Ultra stylisch. So, ich brauche noch ein Headset. Das wünscht sich nämlich jemand, dass wir das dann schon haben. So, da sind wir schon wieder bei 1000 Euro runter. Der Wahnsinn. Und der Abendmarkt läuft auch wieder. Dann kaufen wir uns doch gleich mal wieder ein Tütchen. Vielen Dank. So. Oh, ein Kung-Fu-Outfit. Finde ich stylisch. Pünktchenhemd ist auch nicht schlecht. Und ein Risotto. Komm gerne wieder. Gerne, gerne. So, dann erstellen wir erstmal noch eine neue Dame. Und zwar hat der Paolo sich das gewünscht. Muss allerdings, bevor ich die Dame jetzt erstelle, noch was loswerden. Und zwar habe ich beschlossen, dass ich in Zukunft erst einmal nur noch Damen erstellen werde und dort auch höchstens, ich sag mal, noch 3 Stück, so dass wir auf ungefähr, ich glaube, es sind danach noch 3, dass wir auf 40 Einwohner kommen. Und zwar einfach aus dem Hauptgrund, jetzt kriege ich hier noch ein bisschen Schluck auf nebenbei, aus dem Hauptgrund, dass ich einfach gar nicht die Zeit habe, da mich jeden Tag um jeden Miet zu kümmern und ich irgendwie schon jetzt das Gefühl habe, dass einige Miets nicht richtig versorgt werden und ich einfach ja kein schlechtes Gefühl haben will, dass ich dann irgendjemanden halt extrem benachteilige. Und deswegen gibt's jetzt nur noch 3 bis 4 Mädels und das war's dann fürs Erste. Tut mir leid an diejenigen, die da vielleicht jetzt noch rein wollten. Ihr könnt, wie gesagt, die nächsten Tage noch ein Mädchen posten, das ich noch einfügen würde, aber wie gesagt, ab 40 ist bei mir erst einmal Aufnahmestopp. So, das war das zu meiner Ankündigung. So, gucken wir mal. Normalen Kopf. Lange, offene Haare. Lange, offene Haare. Wo haben wir denn da was Schönes? Das hier sieht doch nicht so schlecht aus. Drehen wir sie doch mal. Ja, ich denke, das nehmen wir. Die Augen mit dem türkisen Make-up. Das hier. Normale Nase, Lippenstift erwachsen. Aha. Nehmen wir sowas. Mädchenstimme, Lieblingsfarbe lila. Kopfform normal. Das haben wir ja alles schon. Haarfarbe war, glaube ich, nichts geschrieben worden, oder? Doch, ach, und Augen blau, Haare braun. Okay, Haare braun. Machen wir das, Augen blau. Hautfarbe so wie alle anderen. Ja, dann sind wir da durch. Machen wir sie noch ein bisschen größer, ein bisschen dünner. Lila war die Lieblingsfarbe. Emily Meyer, okay. Emily, genau so geschrieben, perfekt. Emily. Hört sich auch ganz gut an. Meyer. Meyer. Spitzname.
nehme ich jetzt einfach mal an Emily. Hast du nicht nochmal was extra geschrieben? Emily. Geburtsdatum der 27.07. 95. Ist ja auch bald. Erwachsen. Okay. Ich bin Emily Meyer. Alle mit. Ich bin Emily Meyer. Das klingt doch gut. Merkmale, wie du willst. Mal wieder super Video. Ich finde, ihr habt mehr Abos verdient. Herzlichen Dank dafür. Ich würde ja gerne mal so ein bisschen was Neues mal ausprobieren. Die handelt mal sehr langsam. Mal nicht ganz, relativ, ziemlich langsam. Spricht etwas oder relativ direkt. Ausdruck ist ziemlich lebhaft. Denkweise ist sehr vorsichtig. Insgesamt ist sie ziemlich speziell. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Schon wieder kühl und intellektuell, das gibt's ja gar nicht. Kühl, zurückhaltend, vorsichtig, stur, vernunftgesteuert und nüchtern. Nimmt jede Aufgabe ernst, ist sehr still, sagt aber, was zu sagen ist, bricht geltende Regeln nur selten. Ja, irgendwie sind meine Mies alle ziemlich schlau. Wieso auch immer. 3 Mies werden wir danach noch erstellen, dann ist die Reihe nämlich voll. So machen wir das. Und erst einmal herzlich willkommen an die Emily in Zimmer 505. Ich heiße Emily. Ich nehm's mit Regeln sehr genau. Alles klar, Emily. Kriegst du erstmal was zu essen als Begrüßung? Bitteschön. Bitteschön. Echt lecker, das freut mich doch. Hübsch geworden ist er auf jeden Fall, finde ich. So, dann gucken wir mal, dass wir unsere Liste wie immer abarbeiten. Und zwar müssen wir zum TD. Der möchte nämlich seine Haare wuscheliger haben. Weiß zwar noch nicht genau, was wir da nehmen. Aber wir schauen einfach mal, was wir da so ändern können. Wuscheliger, aber kein Afro oder sowas hat sie, glaube ich, geschrieben. Die hier vielleicht. Die können wir mal nehmen. Ich denke, das ist ein bisschen wuscheliger. Wenn es noch was anderes sein soll, am besten wirklich eine genaue Frisur aussuchen. So, du hattest auch noch kein Steak, dann bitteschön. Absolut lecker, das freut mich doch. Okay. Level up hast du auch. Sonst hattest du, glaube ich, keinen Wunsch mehr. Dann gucken wir mal, was wir dir schenken können. In Laufbahn vielleicht. Bitteschön. Dass du auch ein bisschen fitter wirst und im Fitnessrang steigst. So, dann gehen wir mal zum Conan. Gucken, was seine traurige Stimmung macht. Umziehen sollten wir ihn auf jeden Fall schon mal wieder. Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Ja, das denke ich mir. Immer noch wegen der Marlene. Guck mal, dass wir ihm mal keine Chilischote jetzt unbedingt geben. Kriegst mal ein Ei von uns. Find's auch nicht gut, ne? Ach ja, die kann man aber auch gar nichts recht machen. Ziehen wir dich erstmal um. Ab in den Anzug. Genau. Ach. Ach. Soll ich ihm denn schenken? Ja. So, was mal da damit? Das hänge ich gleich auf. Ja, bitte. Da bewegt sich die Jasmin und der Julius, müsste es sein, mit dem Helm. Schick. So ein Mobile erinnert mich immer an die Kinderzeit. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen aufgemuntert hat, ja. Ja, ein kleines bisschen. Guck mal, ob wir denen noch was Kleines geben können. Hier mal so ein
Saft. Absolut lecker. Okay, seine miese Stimmung ist weg. Immerhin. Es geht mir schon wieder viel besser. Das freut mich doch. Gott sei Dank. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Das wurde aber auch Zeit hier, dass wir dich da wieder auf den grünen Zweig bekommen. So, dann kriegen... Ich wollte unbedingt das Schiebepuzzle nochmal machen. Das können wir eigentlich auch mal mit dir noch machen. Bitteschön. Lass es uns gleich ausprobieren. Auf jeden Fall. Ui, das wird schwierig. Das ist ja krass. Du schiebst ja viel herum, aber ich habe noch gar nichts geschoben, mein Freund. Oder? Genau so. Die beiden müssen schon mal zusammenbleiben. So viel ist klar. Fangen wir mit den einfachen Punkten an. Okay. Bist du bald fertig? Ich glaube nicht. Das muss da, glaube ich, auch nicht hin. Also die vier stimmen schon mal. Das muss hier hin. Genau so. Das hier oben muss frei bleiben, wo jetzt das Ding ist. Verstehe. Das hier gehört dahin, oder? So, kriegen wir das irgendwie in eine ordentliche Reihenfolge? Das ist es. Toll. Glaube nicht. Wie kriegen wir das denn hin? Am Puzzle liegt es bestimmt nicht, wenn du es nicht schaffst. Das ist eine tolle Information. Das Problem ist, die müssen, glaube ich, irgendwo nach unten. Ich kann's kaum abwarten, bis es fertig ist. Okay. Du bist ja richtig geschickt. Ne, irgendwie ja nicht, sonst wäre ich schon fertig. Das müssen wir mal gucken. Ich kann kaum abwarten, bis es fertig ist. Okay, das stimmt also schon mal. Wo muss das Ding hin? Das muss, glaube ich, rechts oben in die Ecke oder in die Mitte oder sowas. Das, was jetzt wieder rechts unten ist. Sieht ja richtig gut aus. Okay, das müssen wir mal so aneinander behalten. Okay. Ist das nicht da drüben? So, da muss das, denke ich, hin. Gerade ein bisschen... Sieht ja richtig gut irritiert. Aus. Irritiert. Fangen wir mit den einfachen Punkten an. So, das sieht doch schon gut aus. Wo muss das Ding jetzt hin? Ah, die vier Stück stimmen, denke ich. Die jetzt rechts oben sind. Das muss auf jeden Fall dahin. Zeig mir aus, was für einem Holz du geschnitzt bist. Ich glaube, das links unten muss rechts hin. Dahin. Verstehe. Das hier gehört dahin, oder? Oder? Ja, das muss tatsächlich dahin. Das hier muss dann unten hin. Das muss also in die Mitte. Das muss irgendwie da unten raus. Bist du bald fertig? So. Ich krieg's nicht geschissen, ne? Das ist der Wahnsinn wieder mal. Ich kann's kaum abwarten, bis es fertig ist. Müssen, denke ich, jetzt die beiden, die jetzt da sind, irgendwie tauschen. Am Puzzle liegt es bestimmt nicht, wenn du es nicht schaffst.
Du machst das besser, als ich gedacht hatte. Du bist ja richtig geschickt. Wenn du nicht die ganze Zeit noch so einen Quatsch babbeln müsst, ne? Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht. Oh mein Gott. Beweg das dorthin. Sieht ja richtig gut aus. Oh Mann, ich bin zu kacke, ne? Das ist der Wahnsinn mal wieder. Genau so. Ist schwerer, als es aussieht. Definitiv. Ach, egal. Das sah eben gar nicht so schlecht aus. Bist du bald fertig? Verstehe. Das hier gehört dahin, oder? Ist das nicht da drüben? Die letzten waren so einfach. Verstehe. Das hier gehört dahin, oder? Das ist es. Toll. Super toll. Beweg das dorthin. Genau so. Die fünf stimmen, ja. Das Problem ist, der jetzt egal. Links in der Mitte ist, muss nach rechts unten. Oh, du hast echt ein Talent für Puzzles. Irgendwie habe ich das Talent ja mal gar nicht, ey. Holy shit. Das hat Spaß gemacht. Irgendwie nett. Nee, das gibt kein Geld. Naja. Ein bisschen was zumindest. Es gibt halt jetzt mal ein bisschen eine längere Folge. So um die 20 Minuten machen wir mal draus. Denn ich will eigentlich noch zum Benjamin. Der wollte nämlich die Japan-Einrichtung vom letzten Mal haben. Oh, was macht der da? Die gefährlichen Ninja-Tänze. Ich sehe schon. Guten Abend. Was hast du denn? Ich würde gern was Süßes was essen. Was Süßes? Okay. Wenn du das möchtest. Was ist denn mit dem Croissant? Bitte schön. Süß genug, finde ich. Absolut lecker. Gibt's jetzt gleich noch einen Proteinshake hinterher, um es auszugleichen? Bitte schön. Wie kann er den Proteinshake machen? Das ist ja der Wahnsinn. Oh Mann. So, neue Einrichtungen in Japan, traditionell. Bitteschön. Passt zu dem Ninja-Outfit definitiv. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Ja. Übrigens. Na klar, gucken wir uns das erstmal an.
finde das ja geil, diese Wände, die so aufgeschoben werden, einfach nur. Ist schon cool. Du kannst dir deine Einrichtungen auch in deinem Album ansehen. Alles klar. Ich werde pfleglich das damit hoffe ich umgehen. Doch. Zum 16, 15 Euro dafür bekommen, dass wir dir ein 500 Euro Zimmer geschenkt haben. Der Wahnsinn. So, dann gehen wir noch speichern. Und dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.